Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Es geht mal wieder um das Xperia 10 Mark II und zwar den Nachfolger dieses Xperias. Das ist jetzt das Xperia 10 Plus und da gibt es einige Neuigkeiten. Zum einen gibt es jetzt eine offizielle Meldung zu den Specs. Da gab es ja immer unterschiedliche Meldungen. Hat es jetzt 5,8 Zoll, hat es jetzt 6 Zoll. Jetzt gibt es offizielle Meldungen, genauso was den Preis angeht. Fangen wir also an. Das Xperia 10 II wird IP65 und 68 wassergeschützt daherkommen mit einem 6 Zoll OLED Display im 21:9 Format mit einer Full HD gestretchten Auflösung 1080x2520 und Corning Gorilla Glass 6 wird das Ganze enthalten. Außerdem wird das Ganze mit einem Snapdragon 665 befeuert, mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher, der mit MicroSD-Karte geupdatet werden kann. Außerdem soll ein 3600 mAh starker Akku mit verbaut sein und genauso wie beim Vorgänger, dem Xperia 10 Plus in dem Fall, wird es auch an der Oberseite einen Anschluss für 3,5 mm Headset geben. Der Preis des Ganzen ist auch ziemlich interessant. Der soll nämlich bei 369 Euro liegen. Ich habe gerade nochmal gecheckt, damit ich euch nichts Falsches sage. 369 Euro für ein Gerät, das nur mit relativ guten Specs daherkommt. Kameras habe ich ja vorher schon gesagt. Die Kameraspecs, dazu glaube ich, muss ich nichts Besonderes noch sagen zu der ganzen Geschichte. Das Xperia, apropos Kamera, Xperia 10 Plus, dort gibt es einige Kamera-Samples, die ich euch zeigen möchte, für eben diese Kamera, auch 12-Megapixel-Kamera, die es dort gibt. Und die bekommt nämlich erstmals einen extra Nachtmodus spendiert. Und dieser Nachtmodus soll nicht nur beim Xperia 10 II aufschlagen, sondern auch beim Xperia 1 Mark II soll der aufschlagen und da könnt ihr jetzt mal einige Samples sehen. Sehr verblüffend, wie ich finde, wie das Ganze aussieht, denn sie machen das anders als andere Hersteller. Sie wollen eben nicht darauf setzen, dass mehrere Fotos hintereinander geschossen werden und dann quasi im Grunde genommen das Beste zusammengerechnet wird, sondern die AI macht das automatisch. Das heißt, anders als andere, wenn ich da in der Nacht ein Foto mache, ein Nachtfoto, dann wird ja immer ein Timer ablaufen. Dann sollte ich das möglichst nicht bewegen, weil ansonsten wird das Ganze unscharf. Und was sie versuchen zu machen ist, ich kann ein ganz normales Foto aufnehmen mit der superschnellen Verschlusszeit, die ich brauche, um beispielsweise auch einen Action-Shot oder sowas hinzukriegen. Und es soll im Nachhinein per AI, so nennen sie das Ganze, dann berechnet werden. Also Computational Photography im Grunde at its best. Also sie wollen im Nachhinein diesen Nachtmodus draufrechnen, indem sie die Schatten ein bisschen was heller machen und das Überbelichten etwas runter machen wollen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. In den Fotos kann man das eigentlich aber gut sehen, dass es funktioniert. Nur sind das jetzt statische Objekte, das sind keine sich schnell bewegenden Objekte. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das vielleicht nur Marketing, blabla? Weil auf einem dieser Fotos sieht man auch ganz klar dieser Ring, der da kurz abläuft, der dann doch signalisiert, dass da wahrscheinlich genauso wie beim Xperia 1, womit ich hier gerade aufnehme, dann wahrscheinlich mehrere Shots hintereinander gemacht werden in unterschiedlichen Belichtungen, also sowas wie ein HDR-Bild dann erzeugt wird, um eben diesen Nachtmodus erzeugen zu können. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber es klingt nach einer sehr, sehr interessanten Technologie, die dort eingesetzt wird, die vor allen Dingen es ermöglichen soll, sensorunabhängig zu sein. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man also eine Technologie entwickelt hat, die sensorunabhängig so eine Nachtfotografie schaffen soll. Jetzt überlege ich nur gerade, ja, das ist bei dem normalen Stacking-Mode, den jetzt die Pixel-Geräte beispielsweise benutzen, Huawei-Geräte benutzen oder auch andere Geräte benutzen, läuft das doch genauso ab, dass das quasi sensorunabhängig ist. Nur machen das einige Hersteller nicht für alle Sensoren, geben sie das also nicht frei. So kann man beispielsweise bei einigen Smartphones nicht im Ultraweitwinkel einen Nachtmodus aktivieren und bei anderen nicht im
reingezoomten Modus zum Beispiel. Das soll jetzt bei diesem Nachfolger des Sony Xperia 10 durchaus der Fall sein, denn dort sollen alle drei Kameramodule, das heißt Superweitwinkel, Weitwinkel und reingezoomter Tele, sollen dann eben die Möglichkeit haben, Nachtmodus benutzen zu können. Ob die Selfie-Cam das auch haben wird, werden wir sehen, aber zumindest soll es eben sensorunabhängig mit all den Sensoren, die sie da mitliefern, möglich sein. Und es gibt dann Shots, die das Ganze auch eindrucksvoll zeigen, wie das dann zu funktionieren hat, Superweitwinkel und dann, wenn man näher dran kommt. Es ist ein bisschen was, sagen wir mal so, man sieht noch einen größeren Unterschied, was den Weißabgleich so ein bisschen angeht, bei helleren Objekten, wenn man diesen Zweifach-Zoom anmacht. Dort gibt es nämlich einen Shift von hin zum bläulicheren Licht des Xperia-Schriftzuges zu einem weißen. Das könnt ihr in dem Bild natürlich auch wunderbar sehen. Und das ist das, was, wo ich sage, ein bisschen was seltsam ist das dann doch schon gelöst. Aber es ist sehr verblüffend, wenn man das vor allen Dingen vergleicht mit dem normalen automatischen Modus ohne diesen Nachtmodus. Und sehr schön finde ich auch, dass man dort sieht, dass selbst im Nachtmodus das Ganze nicht alles so unnatürlich hell aufgeblasen wird, so wie das beispielsweise Huawei, Samsung mittlerweile auch und eben das Google Pixel Phone machen, wo man dann wirklich die Nacht zum Tag macht, sondern es ist tatsächlich noch so, dass das man erkennen kann, dass es ein Nachtbild ist, halt nur ein optimiertes Nachtbild. Und ich glaube, das ist eine interessante Technologie, die Sony da auf jeden Fall fortführt. Und es bringt jetzt auf jeden Fall von den Bildern her das Xperia 10 II auch auf ein Niveau eben mit den anderen Herstellern, wo Sony immer hinterhergehinkt hat, im Grunde genommen, was den Nachtmodus angeht. Da haben sie also jetzt sich deutlich verbessert und da hoffen wir mal, dass das dann auch so weitergeht. Und ja, ich werde natürlich die Bilder dranhängen, aber ich werde natürlich auch die Bilder hier zeigen. Die werden also eingeblendet und dann könnt ihr jetzt auch sehen, wie das dann aussieht. Einmal ohne den Nachtmodus, wo dann sehr viel, wo ja das Licht jetzt scheint, beispielsweise der Xperia-Schriftzug im Hintergrund oder auch die Kerzen im Vordergrund, ja, die Details einfach verloren gehen, weil er einfach überbelichtet ist. Da ist einfach zu viel Lichtinformation. Und mit dem Nachtmodus aktiviert, wird die ganze Szenerie etwas heller, die Schatten verschwinden und eben diese Überbelichtung an den Kerzen beispielsweise verschwindet, an den Knäuels, an den Katzenknäuels, glaube ich, sind diese Spielknäuels. Keine Ahnung, die sehen auf jeden Fall so aus. Und auch am Xperia-Schriftzug verschwindet. Aber auch ein bisschen die Farbe dieses Xperia-Schriftzugs, die hat sich dann verändert. Also von einem weißen Licht hin zu einem etwas bläulicheren Licht. Aber man kann auch sehen, dass wahrscheinlich das Licht in Wirklichkeit auch bläulicher ist, weil bei dem Foto, wo das halt ein bisschen was überbelichtet ist, ohne Nachtmodus, sieht man auch, dass die Tischdecke so etwas mehr bläulich eingeleuchtet ist. Das heißt, dieses Licht wahrscheinlich in Realität etwas mehr bläulich ist und so dieser Nachtmodus dann wahrscheinlich die richtige Farbe so ein bisschen wiedergibt. Nun ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist Sony jetzt auf einem Niveau angelangt für unter 400 Euro? Wo das Xperia 10 II interessant wird für euch, auch von den Specs her. Und könntet ihr vielleicht auch vorstellen, ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dieser Nachtmodus wird auch in das Xperia 1 Mark II definitiv mit einfließen, weil muss ja im Grunde genommen, weil das ja das bessere Modell ist. Aber wie sieht es aus mit dem Xperia 10 Plus oder dem Xperia 1, womit ich gerade hier aufnehme? Sollte dort nicht auch dieser, wenn das halt rein softwaremäßig gemacht wird, dieser ja optimale Kameramodus auch mit einfließen. Sony ist nicht bekannt dafür, dass die eben Firmware-Updates machen, die unbedingt große Veränderungen in Sachen Kameraqualität bieten. Aber sollte Sony, wenn das wirklich eine reine Softwarelösung ist, nicht auch für Xperia 10 Plus oder zumindest für das Spitzenklassenmodell aus dem letzten Jahr, also im letzten Jahr das Xperia 1, dann zumindest dieses Software-Update auch rausgeben. Vielleicht natürlich etwas verzögert. Klar, sie haben jetzt ihren Fokus komplett auf die Xperia 1, 2 und Xperia 10, 2 Modelle gelegt. Aber sollte dann das nicht auch als Software-Update rauskommen für das Xperia 1, damit man sich nicht unbedingt neues Phone kaufen muss, weil es ja kein neues hardware-technisches Feature ist, sondern wirklich ein reines Software-Feature ist. Das sollte man, also meiner Meinung nach,
sollte man dieses Update dann auch für eben einfach mal kurz testen. Das ist ja nicht so, als ob das Rocket Science wäre, sondern das ist einfach der neue Algorithmus, der mit eingebaut ist in die Kamerasoftware. Das Einzige, was man machen muss, ist die Kamerasoftware einfach mal auf das Xperia 10, 10 Plus draufpacken oder auf das Xperia 1 draufpacken und dann mal ausprobieren und dann gucken, klappt es oder klappt es nicht. Es sei denn, es sind extra Hardware-Features vonnöten dafür, aber von dem, was ich jetzt gehört habe, ist das nicht der Fall, sondern es ist einfach nur, vielleicht braucht man da ein bisschen nur den, weil es halt Computing-Power braucht, weil es ein Algorithmus ist, braucht man vielleicht einen starken Prozessor und der Snapdragon 855 ist nur in der Lage, das zu machen und der Snapdragon 660er, glaube ich, ist hier in dem Xperia 10 Plus drin, ist nicht in der Lage, das zu machen. Wobei der 665er, 660er sollte eigentlich vom Performance keinen riesengroßen Unterschied machen. Aber ist hier, glaube ich, der 660er drin oder 630er? Es kann auch sein, dass der 630er drin ist. Lasst mich mal nicht lügen im Xperia 10 Plus. Weil dann kann ich es natürlich durchaus verstehen, dass das dann nicht funktioniert, weil eben die Performance eventuell zu schwach ist für diesen Prozessor. Ja, hier ist der 636er drin, Snapdragon. Das kann ich also dann verstehen, dass es beim 10er und dem 10 Pluser wahrscheinlich nicht funktionieren kann. Aber beim Spitzenklassenmodell aus dem letzten Jahr sollte das von der Computing Power keinerlei Probleme geben und sollte durchaus wunderbar funktionieren, auch auf den Smartphones. Und dann hoffe ich, Sony, ihr hört und versucht es zumindest draufzubringen, dann mit einem nächsten Software-Update. Vielleicht muss man noch nicht mal ein Firmware, großes Firmware-Update machen, sondern kann einfach sagen, okay, wir updaten die Software, die Kamera-Software. Und ja, gut ist. Naja, würde ich mir zumindest auch wünschen, dass eben auch die alten Xperia 1-Käufer dann dieses Software-Update bekommen, weil das einfach nur der Nachtmodus, der verbessert wird, ist also das, was ich mir wünschen würde. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Was haltet ihr von dem, dass das jetzt auch im Mittelklassebereich angekommen ist und ziemlich gute Fotos man dann noch mit einem Sony-Gerät auch noch schießen kann? Kann es sich dann bei dem Preis unter 400 Euro, was, oh, glaube ich, doch ein angenehmer Preis ist für den, für die Features, die es bietet. OLED-Display, Kopfhöreranschluss, es hat im Grunde genommen alles das. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich beim Akku, 3600 mAh für ein 6 Zoll OLED. Ach, Sony, 400 mAh mehr und ihr, das wäre ein Träumchen gewesen, da bin ich mir relativ sicher. Aber bei 3600 mAh habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Und 6 Zoll ist ein kompaktes Gerät, auf jeden Fall. 6 Zoll ist ein kompaktes Gerät, das kann man durchaus sagen. Im Vergleich zu eben jetzt hier zum Beispiel, das, was 6,5 Zoll ist, genauso groß wie Xperia 1 zum Beispiel. Aber das Xperia 10, also nicht das 10 Plus, sondern das 10er, das hat eigentlich auch nur 6 Zoll und ist dann auch etwas kompakter gehalten. Also es ist ein kompaktes Phone. Es ist jetzt vielleicht die Alternative für diejenigen, die nach einem kompakten Phone von Sony gefragt haben, aber keine Spitzenklassen-Hardware bekommen haben. Und jetzt kriegen sie zumindest fast Spitzenklassen-Hardware. 700, seien wir ehrlich, ein 730er Snapdragon wäre natürlich noch besser gewesen, aber ein 660er sorgt natürlich dafür, dass mit den 3600 mAh starken Akku auch der Verbrauch nicht so groß anschwellen sollte, dass es da Probleme geben könnte beim Akku. Aber sagen wir mal so, wenn das Phone ein bisschen was dicker wäre, 4000 mAh starken Akku und ein Snapdragon 730G oder sowas drin gehabt hätte, hätte ich auch nichts dagegen. Auch mit 5G-Support und so weiter und so fort. Nun ja, jetzt hat sich Sony dafür entschlossen, das Xperia 10 II preisleistungsmäßig dann unter 400 Euro zu drücken und dann halt eben auf einen etwas schwächeren Snapdragon mit eben dem etwas kleineren Akku zu setzen, der aber doch durchaus, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber ja, ich bin da, was Sony und Akkus angeht, eigentlich eher positiv gerichtet. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es in den Comments. Ansonsten liken, subscriben, den ganzen Knalleradatsch. Und das war's für diesen Vlog. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.